Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Geladen, der Batterie-Podcast. Jetzt endlich wieder mit Daniel Messling, mir gegenüber. Hallo Daniel. Hallo Patrick. Daniel, wir haben heute einen tollen Podcast geplant mit einem Hochkaräter, Professor Dr. Jürgen Janek. Wir sprechen heute über Festkörperbatterien, über Solid-State-Batteries. Grüße, Herr Professor aus Gießen. Hallo, ich grüße Sie alle miteinander hier aus Gießen nach Ulm bzw. Karlsruhe in den Exzellenzcluster rein. Ja, hallo auch von meiner Seite. Stell Sie mal ganz kurz vor, und zwar, Sie sind Professor für Physikalische Chemie an der Universität Gießen, wissenschaftlicher Leiter des BASF-KIT-Gemeinschaftslabor Bella und Mitglied bei POLIS, dem Exzellenzcluster. Außerdem sind Sie noch Koordinator des Kompetenzclusters FESTBAT, das sich mit Festkörperbatterien beschäftigt, was jetzt für heute sehr interessant ist. Und außerdem gehören Sie auch noch regelmäßig zu den weltweit meistzitiertesten Forschern auf Ihrem Gebiet. So, jetzt gleich mal die erste Frage, vielleicht ein bisschen provokant oder populistisch. Festkörperbatterien werden ja sehr häufig als der heilige Gral der Batterieforschung bezeichnet. Sind sie das denn auch für Sie? Und wie nehmen Sie im Moment gerade so die Stimmung innerhalb der Forschung und Industrielandschaft wahr, was Festkörperbatterien angeht? Ja, vielen Dank. Der heilige Gral wird ja oft zitiert, wenn es um besonders vielversprechende Batteriealternativen geht. Und ich denke aber, wir sind ja hier nicht in der Kirche oder sozusagen irgendwo bei religiösen Gesprächen, sondern es dreht sich ja um naturwissenschaftliche Fragestellung, und dann sollten wir vielleicht dann einfach mal den Gral sozusagen den Geschichtenerzählern überlassen. Also, wie auch immer, wenn ich sozusagen die Frage nach annehme, was denn der Mondflug oder der Marsflug für den Batterieforscher ist oder den Zellforscher ist, dann würde ich sagen, dann sollte das eigentlich immer noch die Metallluft- oder Metallsauerstoffbatterie sein, die ja auf dem Papier eine besonders hohe Energiedichte verspricht, unverändert. Aber natürlich seit einigen Jahren auch klar ist, dass gerade die Metallsauerstoffzellen mit besonders großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Und die Festkörperbatterie oder Feststoffbatterie ist ein Batterietyp, der, würde ich sagen, gar nicht so sehr revolutionär sich abhebt von der Lithium-Ionen-Batterie. Eine Feststoffbatterie sehe im Prinzip gar nicht so viel anders aus, außer dass sie halt statt des flüssigen Elektrolyten einen festen Elektrolyten enthält. Die Aktivmaterialien auf der An- und der Kathodenseite, die sehen aber zumindest mal auf der Kathodenseite derzeit gar nicht so anders aus. Es werden nämlich die gleichen Materialien auf der Kathodenseite eingesetzt. Auf der Anodenseite versucht man dann allerdings tatsächlich, das Graphit zu ersetzen durch eine Lithium-Metall-Anode, die eine deutlich größere spezifische Kapazität hätte, die dann erlauben würde, eine höhere Energiedichte in der Zelle zu bringen. Das ist aber quasi, man könnte sagen, der zweite wesentliche Unterschied. Die Metallanode würde man dort auch nur eine Graphitelektrode einsetzen, wie in der Lithium-Ionen-Batterie mit flüssigem Elektrolyten, dann würde man tatsächlich nicht viel gewinnen. Jedenfalls nichts an Energiedichte und wahrscheinlich auch nichts an Leistungsdichte. Es könnte sein, das sind aber auch Untersuchungen, die noch ausstehen, dass größere Zellen dieses Typs vielleicht mehr Sicherheit aufweisen würden. Das ist aber auch eine Frage, die ist offen, und zugleich muss man sagen, dass Lithium-Ionen-Batterien selbst ja heute nicht wirklich unsicher sind. Also es werden ja hunderte Millionen von Lithium-Ionen-Batterien durch die Gegend getragen, durch die Gegend gefahren, und die sind ja durchaus sicher. Ja, jetzt sind wir schon direkt eingestiegen mit den Komponenten und den einzelnen Bestandteilen der Festkörperbatterie. Gehen wir vielleicht mal auf den Elektrolyten noch mal ein bisschen genauer ein, weil das ja im Prinzip auch so der Namensgeber für diese Batterie ist und das Besondere so ein bisschen daran. Aus was für Materialien kann denn dieser Feststoff-Elektrolyt hergestellt werden? Oder was bietet sich da am ehesten an?
Ja, wir unterscheiden da heute hauptsächlich, wenn man sagen, drei Typen oder Gruppen von Festelektrolyten. Ich würde sagen, die erste Gruppe von Festelektrolyten, die dann bei der Batterieentwicklung wirklich systematisch untersucht wurde, sind die Polymerelektrolyte. Also sind Materialien, in denen dann ein polymeres Gerüst, ein polymeres Lösungsmittel, das dann eben halt aber fest ist, wie zum Beispiel das Polyethylenoxid, das wird in dieses polymere Gerüst wird wiederum ein Leitsalz eingearbeitet, das dann dissoziiert. Und eigentlich wie im flüssigen organischen Elektrolyten haben wir dann ein Leitsalz in einem organischen Polymer, das aber eben halt fest ist bei Raumtemperatur. Das Problem ist, dass dieses Polymer mit dem gelösten, dissoziierten Salz bei Raumtemperatur eine relativ geringe Leitfähigkeit hat, die viel zu gering ist und daraus tatsächlich dann einen sinnvollen Batterieelektrolyten zu schaffen. Und deshalb werden eben diese Polymerelektrolyte heute in den sogenannten Lithium-Metall-Polymer-Batterien, zum Beispiel von Daimler im Citaro, es geht auch zurück auf die Bolloré-Batterie aus Kanada, die werden bei höheren Temperaturen betrieben. Die müssen also in der Regel so mindestens bei 70, 80 Grad Celsius betrieben werden, weil dann das Polymer über einen Erweichungspunkt kommt, eine Erweichungstemperatur, und die Ionen dann wieder eine ausreichende Mobilität haben. Also mit den Polymeren, und da sind wir auch heute, denke ich, nicht wirklich weiter, obwohl da sehr, sehr intensiv dran gearbeitet wird, mit den Polymeren können wir nicht bei Raumtemperatur operieren. Also deshalb ist das eine besondere Klasse von Festelektrolyten. Wie gesagt, die brauchen dann geheizte Batterien, was tatsächlich für bestimmte Mobilitätsformen, also bei Bussen, die ganz regelmäßige Fahrzyklen haben, denkbar ist. Also bei allem, was regelmäßige Fahrzyklen hat, regelmäßig, also fast rund um die Uhr fährt und geheizt werden kann, ist das etwas, was sicher denkbar und nützlich ist, aber für den sagen wir, individuellen privaten Verkehr mit Fahrzeugen, die ganz unregelmäßig gefahren werden, ist das sicherlich wahrscheinlich keine Lösung. So, und dann kommen wir zu den anorganischen, oft als keramisch bezeichneten Festelektrolyten, und zwei Typen oft unterscheidet. Keramische Elektrolyte auf der Basis von Oxiden, also sauerstoffhaltigen Materialien, zu denen auch die Phosphate gehören. Diese Materialien haben Leitfähigkeiten, die in der Regel niedriger sind als die flüssige Elektrolyte und bisher nicht als wirklich konkurrenzfähig betrachtet werden, wenn es dann tatsächlich um den Elektrolyten geht, der in den Elektroden funktionieren muss, also insbesondere in der Kathode funktionieren muss. Die Kathode einer solchen Batterie muss relativ dick sein, sagen wir vielleicht so 100 bis zu 150 Mikrometer dick. Das klingt jetzt für viele vielleicht nicht so dick, aber ist für die Konstruktion von Batterien schon relativ dick. Und der Elektrolyt, der dann sozusagen die speicherfähigen Materialien umhüllt und die Ionenleitung garantieren muss, der braucht eine relativ hohe Leitfähigkeit. Oxide können das bis heute nicht wirklich darstellen. Und deshalb ist die Gruppe der Elektrolyte, die heute von den meisten Firmen weltweit untersucht werden, auf der Kathodenseite, sind sogenannte Sulfide oder Thiophosphate, also eine Klasse von Materialien, die auf Schwefelbasis aufgebaut sind, natürlich dann auch das Lithium enthalten. Und die zeigen, das weiß man ungefähr so seit 10 Jahren, die können sehr, sehr hohe Leitfähigkeiten aufweisen. Und diese Leitfähigkeiten können dann tatsächlich auch größer sein als die Leitfähigkeiten typischer flüssiger Elektrolyte. Das klingt jetzt erstmal ganz toll. Es hat aber den Nachteil, dass diese Festelektrolyte, Keramiken sind, wenn sie hergestellt werden, erstmal Pulver sind, die müssen dann irgendwie eingebracht werden an solche Zelle. Dann hat man Korngrenzen zwischen den Körnern. Sie können sich vorstellen, dass dabei schnell auch Poren entstehen, das Ganze nicht perfekt gefüllt ist. Wenn ein flüssiger Elektrolyt quasi jede Pore ausfüllt, aufgrund von Adhäsionseigenschaften, wird das der Festgabe nicht tun. Das heißt also, sie brauchen auch eine wirklich sehr, sehr hohe Leitfähigkeit, weil die effektive Leitfähigkeit der Festelektrolyte, das wissen wir heute in den Festkörperbatterien, in der Praxis dann durch Korngrenzeffekte und durch Poren herabgesetzt ist. Also deshalb der Kampf um diese ganz, ganz hohen Leitfähigkeiten, die Sulfide und Thiophosphate erreichen. Man kann also
in der Kürze nochmal sagen, wir haben mehrere Gruppen von Elektrolyten. Die Thiophosphate oder ja, auf Schwefelbasis aufgebauten Festelektrolyte erreichen wirklich Leitfähigkeiten, die mehr, einen Faktor vielleicht von ja, bis zu 5 größer sein können als die Leitfähigkeit flüssiger Elektrolyte bezogen auf die Lithium-Leitfähigkeit, Oxide und Polymere. Und wenn man dann noch weitere Faktoren oder weitere Eigenschaften sich anschaut, dann muss man sagen, es gibt dummerweise bis heute keinen perfekten Festelektrolyten. Es gibt keinen Elektrolyten, der alle Anforderungen, die man eigentlich hat an einen festen Elektrolyten, in Form einer Substanz erfüllt. Jetzt muss man ja sagen, na gut, das klingt dann so, als sei das etwas, was nicht erreichbar ist. Da muss man aber sagen, na ja, die Lithium-Ionen-Batterie mit flüssigem Elektrolyten wird ja mittlerweile seit 30 Jahren entwickelt. Und auch der flüssige Elektrolyt hat in dieser Zeit maßgebliche Verbesserungen erfahren. Und flüssige Elektrolyte heute sind eigentlich chemische Cocktails, die aus einer ganzen Reihe von Lösungsmitteln, dann dem Leitsalz und Additiven bestehen, um den Anforderungen in der Lithium-Ionen-Batterie zu genügen. Und ja, ernsthaft wird also an den anorganischen Festelektrolyten für Feststoffbatterien vielleicht erst seit 6-7 Jahren gearbeitet. Das heißt also, wir sind noch bei einer relativ jungen Technologie. Und es kann durchaus sein, dass die richtige Lösung am Ende, die beste Lösung, ein Komposit ist, also ein hybrider Elektrolyt, der vielleicht aus einer keramischen und einer polymeren Komponente besteht. Mhm. Herr Professor, wir werden später noch auf die Markteinführung und die Anwendung von Festkörperbatterien zu sprechen kommen. Meine nächste Frage hat sich eigentlich fast schon erübrigt. Wir haben gelernt, es gibt nicht die Festkörperbatterie. Aber wenn Sie trotzdem noch mal für den Laien, vielleicht für den Nichtwissenschaftler, für den Nichtchemiker noch mal zusammenfassen, was sind denn sozusagen die potenziellen Vorteile, die sehr nahe liegen von Festkörperbatterien? Und was sind denn tatsächlich noch mal, Sie haben gerade die Leitfähigkeit angesprochen, was sind denn Baustellen, wo wirklich Wissenschaftler noch Jahre dran sitzen werden, um diese Nachteile dann irgendwie zu erfüllen, sodass es dann gerade so mit den derzeitigen Technologien standhalten kann? Können Sie das vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen für jemanden, der jetzt nicht aus der Batterieforschung kommt? Was ist denn mit der Sicherheit? Mhm. Was ist potenziell mit den Kosten? Was ist denn mit dem Volumen dieser potenziellen neuen Batterien? Ja, ich werde mal anfangen zu versuchen, die Schlüsselthemen, wie man dann in der industriellen Praxis gerne sagt, die Key Performance Indicators, die KPIs, mal durchzugehen. Ich denke, der erste Punkt, der sehr früh im Raum stand als vielleicht wichtigster Vorteil, ist die vermeintlich höhere Sicherheit von Festkörperbatterien. Wir alle haben ja Bilder vor Augen, in denen vor Jahren, das sieht man jetzt immer seltener, Lithium-Ionen-Batterien in Flammen aufgingen. Können uns noch erinnern an das Samsung Note 7 Desaster, wo aufgrund von, ja, wenn man sagen, einem Versuch mit einem sehr, sehr dünnen Separator, der die Elektroden trennt, tatsächlich in einem sehr räumlich begrenzten Zelle auszukommen und dann eben bei Millionen von Zellen, aber eben halt einige wenige, dann tatsächlich Ausfallerscheinungen zeigten, die dann zu Brandfällen führen konnten. Also, der flüssige Elektrolyt ist im Prinzip grundsätzlich brennbar. Und das macht natürlich ein inhärentes Risiko aus, wenn man nicht ausreichend Sicherheitsvorkehrungen trifft. Also nochmal, ich denke, es ist ganz wichtig, wirklich zu betonen, dass die Lithium-Ionen-Batterie wirklich eine sichere Batterie ist, ein sicherer Batterietyp ist, jedenfalls bis jetzt. Das aber natürlich der Weg der Batterieentwicklung ja immer ist, also ne, höher, weiter, schneller. Und klar, je eher man an die Extreme geht und an die, vielleicht an die Grenzen, die physikalisch-chemischen Grenzen von Batteriezellen geht, umso höher wird natürlich dann auch das Risiko von Problemen, die auftreten können. Und deshalb die Frage, ob man mit nicht brennbaren, festen Elektrolyten erst einmal grundsätzlich
das Sicherheitsrisiko von Zellen, das jetzt schon gering ist, aber vielleicht wirklich, kann man sagen, auf null oder vollständig minimieren, also stark minimieren könnte. Darf ich da kurz einer unterbrechen? Das ist etwas, was ich als Nichtwissenschaftler manchmal nicht verstehe. Einerseits sagen Sie, die derzeitige Lithium-Ionen-Technologie ist schon sicher. Aber ein großes Argument für die zukünftigen Festkörperbatterien wäre eine zusätzliche Sicherheit. Das verstehe ich deshalb nicht, weil im Prinzip viele Batteriewissenschaftler heute sagen, das Problem ist gar nicht so groß, aber das wäre ein Plus. Insofern, das als alleiniges Argument kann ja tatsächlich nicht ziehen. Sie haben jetzt aber gesagt, dass tatsächlich in zukünftigen Feststoffbatterien das wahrscheinlich auf absolut null minimiert wird, oder? Ja, das ist die Frage. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass die Sicherheit, und ich habe auch, wenn Sie darauf gehört haben, habe ich von der vermeintlich höheren Sicherheit gesprochen. Also ich glaube, dass man heute die Sicherheit von großen Festkörperzellen noch gar nicht ultimativ bewerten kann, weil es diese großen Zellen einfach noch nicht gibt. Sondern wir sind eben dabei. Das Tempo der Entwicklung von Festkörperbatterien ist so schnell im Verhältnis, nochmal 30 Jahre Lithium-Ionen-Batterie und ein paar Jahre Festkörperbatterie, dass tatsächlich die Grundlagenforschung parallel läuft, zu versuchen, die Festkörperbatterie zu industrialisieren. So, und mir sehe ich jedenfalls große Sicherheitstests noch nicht bekannt, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber eins ist ja klar, ich meine, Sie wissen alle, dass wir mit den Leistungen der Lithium-Ionen-Batterien nicht mal sagen, ja, vielleicht zufrieden sind, aber es geht ja, wir wollen ja mehr. Wir wollen mehr Reichweite haben, wir wollen schneller laden. Das heißt also, natürlich werden Lithium-Ionen-Batterien weiterentwickelt und mit jedem Entwicklungsschritt, auch der Lithium-Ionen-Batterie, müssen ja Sicherheitsrisiken neu bewertet werden. So, das heißt also, ich denke, wir können sagen, auf der Basis jetzt kommerzialisierter Technologie ist die Lithium-Ionen-Batterie sicherlich eine sichere Technologie, aber bei jedem weiteren Entwicklungsschritt muss auch die flüssigbasierte Batterie natürlich neu sicherheitsbewertet werden. So, also das einmal. Und die Festkörperbatterie, da würde ich jetzt sagen, na gut, es ist intuitiv einsehbar, dass wenn wir eine Zelle aufbauen, die also quasi nur aus Steinen aufgebaut ist, dass das sicherer erscheint. Aber, und jetzt kommt sozusagen das Aber, die Festkörperbatterie wird einen echten Vorteil haben in Richtung Energiedichte. Das heißt also der Energie, die pro Volumen gespeichert ist. Nur dann haben, wenn wir auf der Anodenseite das Graphit ersetzen durch eine Lithium-Metall-Anode. Also würden wir jetzt wirklich nur den Elektrolyten austauschen, flüssig gegen fest, dann würden wir aus elektrischen Gründen, elektrochemischen Gründen, den gleichen Volumenanteil brauchen für den Festkörper. So, und Sie können ja mal selbst ein bisschen zu Hause rumspielen, dann werden Sie sehen, wenn Sie sich einen Topf mit Flüssigkeit nehmen, alles Feste geht darin in der Regel unter. Es sei denn, es hat eine ganz, ganz geringe Dichte. Aber Festkörper und auch die Festelektrolyte haben immer eine höhere Dichte als Flüssigkeiten. Das heißt, gravimetrisch mit Bezug auf die Masse einer Batterie wird also eine Zelle, in der wir nur den flüssigen gegen den festen Elektronen austauschen, immer schwerer sein. Also da gewinnen wir schon mal nichts. Deshalb müssen wir tatsächlich auf der Anodenseite das Graphit durch die Lithium-Metall-Anode, durch reines Lithium-Metall ersetzen. So, und das führt dann zur nächsten Frage. Ist nämlich dann diese Lithium-Metall-Anode wirklich auch sicher? Denn man weiß aus der Frühphase der Lithium-Batterie und nicht der Lithium-Ionen-Batterie, bevor die Lithium-Ionen-Batterie entwickelt und kommerzialisiert war, wenige Jahre davor wurden tatsächlich Batterien mit flüssigem Elektrolyten und Lithium-Metall-Anode kommerzialisiert. Und diese Zellen, die waren tatsächlich nicht ausreichend sicher und haben unregelmäßig und unvorhersehbar zu Bränden geführt, weil beim Zyklisieren, also beim Laden und Entladen, die Metallanode, die ursprünglich eine schöne plane Folie ist, dann wird die sozusagen ja, aufgelöst und dann wird wieder das Lithium abgeschieden. Und beim Abscheiden scheidet sich das Lithium eben halt nicht so schön planar, sauber in Form wieder einer Folie ab, sondern bildet kleine Finger und Dendrite, Filamente, die die Zelle dann kurzschließen können. Und diese Kurzschlüsse sind dann das, was im Grunde die Gefahr ausmacht. Ein solcher kleiner Lithiumfinger, der durch die Zelle wächst, durch den Separator wächst, der ist natürlich nichts anderes als ein Draht, ein interner Draht, der einen Kurzschluss erzeugt,
Das heizt sich dann sehr stark auf und dieses Aufheizen kann dazu führen, dass lokal der flüssige Elektrolyt wiederum so stark erhitzt wird, dass er, ja, dass das Ganze dann im Grunde durchgeht thermisch und dann zu einem, so einem Brandfall führt. Also dieses Dendritenwachstum, das muss man verringern. Und es ist bis heute nicht sicher ausgemacht, ob tatsächlich die Lithium-Metall-Anode ausreichend sicher, reversibel funktioniert und vor allen Dingen auch hinreichend schnell zyklisierbar funktioniert. Und dann sind wir direkt in der Ist-Zeit angekommen. Also wenn Sie dann also ein bisschen in die Medien schauen und verfolgen das QuantumScape, also eine amerikanische, ein größeres amerikanisches Start-up, die Firma QuantumScape hat letztes Jahr im Herbst mitgeteilt, dass sie die Lithium-Metall-Anode mit einem keramischen Separator, wenn man sagen, zum Erfolg gebracht hat. Das ist natürlich spannend, aber die Informationen sind dann doch im Detail spärlich genug, als dass das nicht wirklich 100% nachvollziehbar ist. Man muss das dann also glauben oder kritisch bewerten. Auf der Basis von wirklich 100% nachvollziehbaren und reproduzierbaren Daten würde ich sagen, ist es bis heute nicht sicher, dass man Lithium-Metall-Anoden bei Raumtemperatur mit den nötigen Elektrolyten tatsächlich den dritten sicher zyklisieren kann. Ich muss wieder sagen, also mit den Polymerbatterien bei 80 Grad funktioniert das immerhin. Also die Lithium-Metall-Anode kann bei den höheren Temperaturen mit Polymeren, Elektrolyten offenbar ausreichend dendritensicher betrieben werden, was natürlich hoffnungsfroh stimmt. Jetzt muss man erst noch zeigen, dass das wirklich bei Raumtemperatur funktioniert. Sie haben gerade ein spannendes Stichwort gegeben, und zwar die Firma QuantumScape. Wir haben da einen Einspieler mitgebracht, den wir Ihnen gerne mal vorspielen würden und dann vielleicht mal mehr in die Anwendungsebene, nämlich ganz konkret zu Elektromobilität übergehen würden. Und zwar im Einspieler, da spricht Frank Blome, er ist Leiter beim Volkswagen Center of Excellence Batteriezelle. Dieses Zitat ist vom VW Power Day. Now I like to talk about solid state. Again, this is the endgame for battery lithium-ion battery cells. The simpler design leads to higher performance and lower costs. We have an improvement of weight, of cost, and of charging time. There's no barrier any longer as graphite or silicon for charging. And only the anode today in an ID.3 with the biggest battery is 100 kilograms. We can get rid of that weight too. That means the charging time can be less than a half compared to state-of-the-art technology, and the range will be plus 30% because the cell has less weight, is easier and simpler. A big thing we made here with our partner QuantumScape. And of course, there's still a lot to do to industrialize the technology, but the proof of concept for the design we see already here. Jetzt ist es so, er hat hier gerade gesprochen von der Hälfte verkürzter Ladezeit und 30% mehr Reichweite. Jetzt ist es allgemein auch gerade so, dass, Sie haben das vorhin schon kurz angesprochen, sehr viele Firmen, vor allen Dingen im Bereich E-Mobilität, an der Festkörperbatterie forschen und tatsächlich auch sehr, sehr große Hoffnung offenbar da reinstecken. VW plant, wie gesagt, mit QuantumScape auch eine eigene Festkörperbatteriefabrik in Salzgitter, glaube ich, aufzubauen. Toyota hat sich mit Panasonic zusammengetan und planen da den Start einer Kleinserienproduktion für 2025. BMW und Ford haben zuletzt Geld in eine Firma namens Solid Power aus den USA gesteckt. Wie bewerten Sie denn allgemein diese Bemühungen? Sie haben jetzt eben kurz schon anklingen lassen, man kann da nicht so reingucken, aber Sie haben natürlich trotzdem einen deutlich besseren Einblick als jetzt wir als Laien. Ja, ich würde gerne nochmal, bevor ich sozusagen auf diese Entwicklung eingehe, nochmal ganz kurz die Liste der vermeintlich möglichen Vorteile abschließen, weil ich hatte mit der Sicherheit gestartet und die ja, sagen wir mal, ein bisschen, ich will nicht sagen, in Frage gestellt, aber gesagt, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Dann bei der Energiedichte gesagt, na gut, wenn wir bei der Energiedichte wettbewerbsfähig sein wollen mit der Lithium-Ionen-Batterie, müssen wir zur Lithium-Metall-Anode kommen, deren Leistungsfähigkeit auch noch nicht, ich würde sagen, abschließend bewertet ist, wo es aber zumindest mal Claims gibt, dass das funktionieren könnte. Dann ist es tatsächlich so, dann ist der nächste Punkt, der ganz wesentlich sein wird, ist die Schnellladefähigkeit. Also die Frage, wie schnell kann man
Batterien aufladen. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der natürlich andererseits dann wiederum auch durch die Ladestation und die Leistung der Ladestation, der Charger, begrenzt wird. Aber wenn wir da einfach mal kurz reinschauen, ist es so, ich hatte eingangs bei den flüssigen Elektrolyten davon gesprochen, dass dort dieses Phänomen der Konzentrationspolarisation auftritt. Das hat man bei Festelektrolyten, also bei den anorganischen Materialien, nicht mehr, weil ja nur die Lithium-Ionen beweglich sind. Und schon Toyota hat vor ein paar Jahren gezeigt, dass Festkörperbatterien, die haben dann allerdings nicht mit Lithium-Metall-Anode gearbeitet, sondern noch mit der Graphit-Anode gearbeitet, aber dass Festkörperbatterien tatsächlich sehr, sehr hohe Laderaten zeigen können. Ja, und wenn man dann noch annimmt, dass auch die Zellen weniger temperaturempfindlich sind, dann könnte das wirklich ein großer Vorteil für die Festkörperbatterie sein. Und vielleicht noch ergänzt, es ist tatsächlich so, das ist interessant und mag ein bisschen merkwürdig klingen, aber tatsächlich könnten tiefe Temperaturen auch einer der Vorteile sein für Festkörperbatterien, weil bei sehr niedrigen Temperaturen die flüssigen Elektrolyte auch oft dann tatsächlich, sagen wir mal, einfrieren, gelieren und dann die Leitfähigkeit stark abnimmt. Also der Festkörper verändert sich halt bei tiefen Temperaturen auch nicht mehr und es könnte dann ein zusätzlicher Vorteil sein. So, und ich denke, das sind natürlich, also diese verschiedenen Faktoren sind natürlich auch die Triebfeder dafür, dass weltweit, also wirklich alle großen und viele kleine Firmen sich dran machen, Festkörperbatterien zu entwickeln. Wir haben gerade letztes Jahr mal alle Daten und machen das und aktualisieren das eigentlich auch ständig und schauen mal, was an Daten publiziert wird und vergleichen das mit Lithium-Ionen-Batterien und würde sagen, ja, also bei den Raumtemperaturbatterien würde ich sagen, habe ich jetzt noch keine belastbaren Daten gesehen, die jetzt schon die Konkurrenzfähigkeit aufzeigen. Also da würde ich jetzt die QuantumScape-Daten deshalb als nicht belastbar bezeichnen, weil ich halt einfach keine Details dahinter habe, sondern man sieht halt einfach ein paar Zahlen, die sind oft auch nur relativ angegeben, sodass ich sagen würde, also bis ich da nicht einen vollen Datensatz habe, stelle ich das jetzt erstmal, ich stelle es nicht wirklich in Frage, aber als Wissenschaftler kann ich nur Dinge bewerten, die ich wirklich vollständig sehe. Da sind Sie im Übrigen nicht der Erste. Wir haben in diesem Podcast auch schon mit Herrn Professor Fichtner über Quantumscape geredet und auch er vermisst die Daten zu einer validen Einschätzung. Also tatsächlich sind Sie da nicht alleine und kann ja gut sein, dass dieses Unternehmen einfach die Daten zurückhält, weil es durchaus ja da einen Vorsprung drin sieht. Ja, also ich meine, oft, ich habe das Gefühl, dass ich oft als Spielverderber, bin, wenn ich so ein bisschen, es kommt oft so ein bisschen kritisch an, wenn ich so diskutiere, wie ich das jetzt tue. Aber es bringt uns allen ja nichts, wenn man tatsächlich übertreibt oder irgendwie das Blaue vom Himmel erzählt. Am Ende bin ich Physikochemiker. Mein Job ist es tatsächlich zu fragen, was ist denn grundsätzlich machbar? Was ist physikalisch, chemisch machbar? Und wenn ich dann weiß, etwas ist grundsätzlich physikalisch, chemisch machbar, dann können sich Ingenieure und Techniker tatsächlich auch den Weg machen, so etwas umzusetzen. Weil man weiß dann, es kann grundsätzlich gehen. Das ist dann die Frage der Umsetzung tatsächlich. Ja, und dann greifen wir doch ganz kurz vorab. Die 30% höhere Reichweite und 50% weniger Ladezeiten, ist das theoretisch machbar? Ja, ich würde sagen, physikalisch, chemisch spricht nichts dagegen. Denn die Energiedichte, also die Reichweite, hat ja mit der gespeicherten Energie pro Masse oder pro Volumen zu tun. Und wenn wir die Lithium-Metall-Anode tatsächlich zum Erfolg bringen, vielleicht sogar auf der Kathodenseite mit stabilen Festelektrolyten noch zu etwas höheren Ladespannungen gehen können, dann kann man die Vorteile der Festelektrolyte wirklich ausfahren und dann kann man sicherlich auch ein paar 10% mehr Reichweite erreichen. Das, würde ich sagen, ist ohne weiteres physikalisch-chemisch denkbar. Ob man das vom Engineering, also von den Materialien und so weiter, dann hinbekommt, praktisch, das steht auf einer anderen Karte. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen. Das heißt, es gibt eigentlich gegen keinen dieser, also dagegen, dass die Festkörperbatterie wirklich nochmal einen echten Vorteil bringt an verschiedenen Stellen, auch das Schnellladen. Dagegen spricht physikalisch-chemisch gar nichts, sondern es ist eher sogar so, dass, das haben wir auch vor kurzem gezeigt, dass die Lithium-Metall-Anode tatsächlich an sich eine sehr gute Kinetik zeigt. Das heißt also sehr, sehr gut schnellladefähig sein sollte,
wenn es denn gelänge, tatsächlich diese Formveränderung der Metallanode in den Griff zu kriegen. Man muss also irgendwo verhindern, dass die Metallanode beim Auflösen sich vom festen Elektrolyten abreißt, dass der Kontakt verloren geht. Und das ist etwas, was ich denke, Sie alle noch vor Augen haben. Ich meine, wir sehen zwar immer weniger Rost in unserer Umgebung, weil einfach die Metalle immer besser rostfrei werden, aber die, die sich an Rost doch gut erinnern können, die werden oft sehen, dass Rost vom Metalluntergrund abblättert. Und letzten Endes passiert in einer Batterie nichts anderes, als wir das Lithiummetall auflösen und es sozusagen tatsächlich zur Reaktion bringen. Und dabei gibt es solche Abrissphänomene. Und die muss man in den Griff bekommen. Man muss also Wege finden, diese Grenzfläche zwischen der Metallanode und dem Elektrolyten, ja, die ganze Zeit bei jedem Betriebszustand optimal kontaktiert zu halten. Und das Problem hat vielleicht QuantumScape gelöst. Wenn sie das gelöst haben, ist das natürlich eine coole Sache. Ein weiteres Problem, was Sie jetzt noch nicht angesprochen haben, ist einfach die Verfügbarkeit von Lithium. Tatsächlich ist es ja so, bei Feststoffbatterien, die Sie jetzt beschrieben haben, wäre deutlich mehr Lithium verbaut als bisher. Ist das richtig? Ja, es ist so, dass die Festelektrolyte tatsächlich, wenn wir mal von den polymeren Elektrolyten absehen, dass die keramischen, anorganischen Elektrolyte tatsächlich eine höhere Lithiumdichte haben. Denn die Mobilität der Ionen, die Beweglichkeit der Ionen ist im Prinzip im festen Zustand etwas geringer. Das wird kompensiert durch die höhere Konzentration, sodass man insgesamt zu einer hohen Leitfähigkeit kommt. Aber der Elektrolyt hat ja idealerweise einen möglichst kleinen Volumenanteil in einer Zelle, denn der Elektrolyt speichert ja nicht die Energie. Wir wollen ja möglichst viel aktive Materialien haben. An denen wiederum ändert sich eigentlich nichts, also an der Menge des speicherfähigen Lithiums, sodass ich sagen würde, mit Blick auf die Ressourcen sehe ich das als unkritisch an. Ob die Kosten mithalten können, das ist eine ganz andere Frage. Also ob man die Festelektrolyte zu ähnlichen Preisen wird am Ende, zu ähnlichen Kosten wird synthetisieren und kaufen können als wie flüssige Elektrolyte. Das muss sich erst noch zeigen, denn Festelektrolyte werden derzeit noch nicht sozusagen hochskaliert synthetisiert, also in den Dimensionen, in denen man es dann später bräuchte. Die Frage muss sich auch erst noch klären, also ein weiteres, wenn man so will, Risiko auf dem Weg zum Hochskalieren, was im Übrigen, wenn Sie dann, glaube ich, dann ein bisschen tiefer reinschaut, auch bei den Firmen wie QuantumScape oder Solid Power oder anderen, auch QuantumScape, denke ich, sind noch nicht hochskaliert, sondern das, was sie als Erfolge zeigen können, sind Laborzellen. Und jeder Ingenieur wird Ihnen sagen, dass auf dem Weg sozusagen zur industriellen Fertigung die Mühsal des Hochskalierens steht. Und da ist sicherlich noch einiges an Arbeit zu leisten. Also, ich bin immer Optimist und denke auch, dass es eine ganze Reihe von echten Vorteilen geben kann. Aber es gilt auch noch zu demonstrieren. Also ich würde sagen, die Wette, die ist noch nicht zu Ende. Es ist eben halt einfach eine große Wette, die weltweit wirklich mit erstaunlich großen Summen von Geld befeuert wird. Würden Sie trotzdem eine Prognose wagen, wann wir mit einem Serieneinsatz rechnen können? Also ich habe in der Vorbereitung verschiedene Jahreszahlen gelesen, teilweise schon in 4 Jahren, manchmal aber auch erst 2030. Wie sehen Sie das oder würden Sie da jetzt gar nicht Ihre Hand ins Feuer legen dafür? Weil es gerade klang es auch etwas unsicher, ob es tatsächlich überhaupt kommt, so in der Form. Ja, ach, also ja, Sie wissen ja, Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Also ich glaube, schon alleine an der starken Streuung der Vorhersagen, wann die Festgabebatterie kommt, sehen Sie, dass es da Probleme in der Beurteilung gibt. Und ich denke, wenn man sich jetzt mal an die jüngsten Mitteilungen aus Korea hält, dort ja die koreanischen Firmen und der koreanische Staat jetzt massive Investitionen nochmal in Batterietechnologie angekündigt, um ja auch in der internationalen Konkurrenz mit China und Japan Position zu halten. Und dort gab es relativ präzise Ansagen, die zum Beispiel darauf hinausliefen, dass dann 2027 die Festkörperbatterie käme. Ich bin dann überrascht, wie präzise man sowas sagen kann. Ich würde mich an eine andere Zahl halten und immer sagen, naja, also wenn jetzt ein Automobilhersteller in 5 Jahren ein Antriebsaggregat in einem Serienfahrzeug haben will, dann muss dieses Antriebsaggregat, also dann muss die Batterie heute bestellt werden können.
dann könnte VW sagen, okay, in 5 Jahren ist das in einem Serienfahrzeug drin. Meines Wissens hat das noch keiner getan. Das heißt also, so eine erste Zahl, mit der wir operieren können, würde bedeuten, naja, also in 5 Jahren ist mit Sicherheit zu optimistisch. Dann müsste man das jetzt kaufen können, denn die Automobilhersteller haben solche Vorlaufzeiten für ihre Entwicklung. Und dann würde ich sagen, naja, also dann ist da ja auch noch, sind ja noch ein paar Fragen zu beantworten, bevor ich sowas sicher kaufen kann, als in einer Batterie verbaut. Also insofern würde ich jetzt erst einmal konservativ sagen, also mich würde es wundern, wenn man vor 2030 wirklich in Serienfahrzeugen Festkörperbatterien sieht. Das ist doch mal eine Antwort. Wenn wir über Festkörperbatterien generell reden, dann glaube ich, denken wir alle sofort an den Pkw. Gibt es denn aus Ihrer Sicht eigentlich auch Anwendungen fernab der Elektromobilität, wo sich Festkörperbatterien anbieten? Ja, also ich, in der Tat, das ist ein guter Punkt. Dieser, muss man sagen, so ganz monolithische Blick auf die Batterien, immer wie der Blick des Hasen auf die Schlange, also auf den Pkw. Und wenn man mal heute schaut, dann ist ja das Nutzen von Batterien seit über 120 Jahren nutzen wir Batterien in den verschiedensten Technologien. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Festkörperbatterien, die denken wir einfach mal an die ganze Elektronik, die ja auch rein Festkörpertechnologie ist. Und wenn wir heute in irgendein elektronisches Gerät aus den 70ern aufmachen oder sagen wir mal 30 irgendwo verstaut haben, was heute anscheinend, wird es funktionieren. Ich meine, weil die Festkörper letztlich ja unverwüstlich sind. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass Festkörpertechnologien, selbst wenn sie sich am Ende vielleicht, sagen wir mal aus Kostengründen vielleicht nicht im großen Massenmarkt durchsetzen, aber in bestimmten speziellen Premium-Märkten vielleicht durchsetzen. Oder in Bereichen, wo besonders sichere, besonders temperaturfeste, vielleicht auch besonders druckfeste, langzeitstabile Zellen benötigt werden. Ich bin da also gar nicht bange. Es gibt so viele verschiedene Anwendungsgebiete für Batterien, dass ich sicher bin, dass es Festkörperbatterien geben wird. Also das ist sowieso mein Credo. Ich bin sicher, es wird kommerzielle Festkörperbatterien geben. Es gibt ja auch schon welche. Also Dünnschichtbatterien, also Mikrobatterien sind heute reine Festkörperzellen, die dann in Chips verbaut werden können oder was auch immer. Die werden allerdings ganz anders hergestellt, als sie dann eben halt sagen wir, diese größeren Batterien wahrscheinlich hergestellt werden. Also es gibt sie auch schon und sie werden ihre Anwendung finden. Die Frage, wie gesagt, ob wir im Automobil Festkörperbatterien sehen werden, das wird sich zeigen müssen. Und da kommt es ja immer wieder zur Überraschung. Ich kann nur darauf verweisen, dass bis vor gar nicht so langer Zeit ging man eigentlich grundsätzlich davon aus, dass also die Lithium-Ionen-Batterie im Fahrzeug, also mit flüssigem Elektrolyt, auf der Kathodenseite eben halt diese besagten Schichtoxide, also die sogenannten NCMs, Nickel-Kobalt-Mangan-Oxide, enthält. Dann hat Volkswagen seinen Battery Day gehabt und Frank Blome hat seinen Vortrag gehalten und plötzlich hieß es, naja, vielleicht werden in 80% der Zellen, sagen wir mal, der günstigeren, einfacheren Zellen für kleinere Fahrzeuge wird vielleicht Lithium-Eisenphosphat verbaut. Also ein kobalt- und nickelfreies Kathodenmaterial, das eigentlich die Batterieszene schon vor ein paar Jahren eigentlich an die Seite geschoben hat, weil man gesagt hat, ach naja, das Lithium-Eisenphosphat, das ist zwar ein ressourcentechnisch super Material, aber das Elektrodenpotenzial ist ja ein bisschen niedrig, die Speicherkapazität ist auch ein bisschen niedrig, das heißt, damit baut man keine Premiumzellen. Naja gut, aber manchmal ist es mit Blick auf Preis, Ressource und Ökologie günstiger, das Zweitbeste oder das Drittbeste zu machen. Und plötzlich ist das Lithium-Eisenphosphat wieder zurück im Markt. Jedenfalls nicht vorhergesehen. Und ich denke, solche Überraschungen, die werden uns möglicherweise immer wieder ins Haus stehen, wenn plötzlich etwas festgestellt wird, und man sagt, Mensch, das ist eigentlich ein unvorhergesehener Vorteil oder Nachteil. Also deshalb, das Ganze ist nicht, ich denke, diese Entwicklungen sind nicht rein linear vorhersagbar. Das Beispiel des Lithium-Eisenphosphat ist sehr gut. Dafür haben wir tatsächlich einen eigenen Podcast aufgenommen mit Herrn Professor Fichtner. Wer sich dafür interessiert, geht einfach in der Timeline mal 2 Monate zurück. Jetzt hat Daniel noch die nächste Frage.
Und zwar haben Sie gerade von überraschenden Entwicklungen gesprochen. Jetzt ist es bei Festkörperbatterien auch so, dass es da auch Natrium-Festkörperbatterien gibt. Wir haben ja auch schon mal eine Folge zu Natrium-Ionen-Batterien gemacht. Wie ist es bei Natrium-Festkörperbatterien? Können Sie das nochmal kurz beschreiben? Wie unterscheiden Sie die sich jetzt zu den Lithium-Festkörperbatterien? Mhm. Ja, ich denke, dann wird in dem Podcast zur Natriumzelle sicherlich auch angesprochen worden sein, dass das, also ein kurzer Vergleich, Lithium-Natrium, das Natrium ist sozusagen etwas, hat eine etwas höhere Masse, Atommasse, es ist also sozusagen ein bisschen schwerer. Das macht aber nicht viel aus gegen die sowieso viel schwereren anderen Elemente, die in der Zelle ja verbaut werden, also die dann eben halt, sagen wir, wie Eisen, Kobalt, Mangan, was auch immer, sodass das Gewicht des Alkalimetalls jetzt gar nicht so entscheidend ist. Also das ist kein Riesenunterschied. Es ist aber auch so, dass die Spannungen der Natrium, sagen wir, in der Natriumelektrochemie in der Regel etwas kleiner sind, die Triebkräfte. So, dass zumindest mal eins klar ist, Natriumsysteme werden in der Regel nicht an die Top-Eigenschaften der Lithiumsysteme rankommen. Also das erstmal vorweggenommen. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, das muss in einer Gesellschaft, die ja zunehmend auch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, muss das ja kein entscheidender Nachteil sein. Das kann ja sein, dass durchaus am Ende die zweitbeste Lösung vielleicht insgesamt über alles betrachtet die bessere Lösung ist. Das erstmal vorweggenommen. Und dann ist es so in der Tat so, es gibt auch starke Aktivitäten darin, auf Natriumbasis Feststoffbatterien zu entwickeln. Dazu ist zu sagen, die Festelektrolyte auf Natriumbasis, die können sogar noch eine höhere Leitfähigkeit haben als die Lithiumsysteme, weil das Natrium nur ein bisschen größer ist, das polarisiert seine Umgebung ein bisschen weniger stark und flutscht dann, könnte man sagen, noch ein bisschen leichter durch das feste Gitter des Festelektrolyten. Das ist ein Vorteil. Das Natrium als Anode, also die Metallanode, die Natriummetallanode allerdings, die ist, was Untersuchungen zeigen, eigentlich noch dendritenanfälliger, als es die Lithiumanode ist. Also da müsste man dann erst noch einmal sehen, ob die Natriummetallanode wirklich auch zur Funktion zu bringen ist, also zur sicheren Funktion zu bringen ist. Ansonsten hat man, würde ich mal sagen, ganz ähnliche Vor- und Nachteile wie mit der Lithium-Festkörperbatterie auf der Kathodenseite. Allerdings gibt es den Vorteil, es gibt gut speicherfähige Materialien, die tatsächlich ohne Kobalt und Nickel auskommen, die nur mit Eisen und Mangan als Metallen auskommen. Also es ist durchaus denkbar, dass man eine mit Blick auf die Ressourcen und vielleicht tatsächlich auch die Kosten der Metalle, die verbaut werden, eine günstigere Zelle bauen kann. Aber es ist nicht automatisch ausgemacht, dass das leichter sein muss als bei der Lithium-Festkörperbatterie. Und mit Blick darauf, dass man ja eigentlich, wenn wir jetzt wieder beim Auto sind oder Mobilität sind, ein Wettbewerber für die jetzige Lithium-Ionen-Batterie haben wollen, kann die, glaube ich, eine Natrium-basierte Batterie kein Wettbewerber sein für die Premium-Eigenschaften der Lithium-Ionen-Batterie. Da muss man dann halt wirklich eine durchoptimierte Lithium-Festkörperbatterie haben. Das wird man mit Natrium nicht schaffen. Wenn wir jetzt über den Serieneinsatz sprechen, dann müssen wir auch über die Zellfertigung sprechen. Wie ist es denn bei den Festkörperbatterien? Sind da die Produktionstechniken tatsächlich übertragbar von der Lithium-Ionen-Batterie oder müssen da wirklich neue Verfahren auch erst entwickelt werden? Also kann sich das auch noch alles irgendwie hinziehen? Das war insbesondere in der Frühphase der Festkörperbatterien tatsächlich eine ganz starke Diskussion. Ist es am Ende so, dass wir auch komplett neue Produktionstechnologien, Prozesse und Produktionstechnologien brauchen. Mittlerweile sieht man über die Arbeit von einer ganzen Reihe von Firmen und vielleicht muss man hier die Firma Solid Power aus Colorado in den USA mal sich genauer anschauen. Die produzieren oder sagen wir entwickeln Festkörperbatterien auf Sulfidbasis, also mit sulfidischem anorganischen Elektrolyten, gängigen Kathodenmaterialien, also den NCM, Nickel-Kobalt-Mangan-Oxiden, als schichtbasierten Material, Intercalationselektroden und Lithium-Metall-Anode. Und die produzieren oder entwickeln diese Zellen derzeit ja auf ganz ähnliche Art und Weise, also Rolle zu Rolle, das heißt über Beschichtungsverfahren, in am Ende sozusagen erstmal eine Kathode beschichtet wird auf eine Ableiterfolie, dann
einen Separator aufgebracht wird und dann eine Metallfolie mit Ableiter aufgebracht wird. Ja, da wird im Prinzip ganz ähnlich produziert wie bei Lithium-Ionen-Batterien. Außer natürlich, der flüssige Elektrolyt wird am Ende nicht einimprägniert, sondern man muss alles komplett von vornherein überrollen, zusammenführen und dann letzten Endes entweder stapeln oder rollen. Also ich glaube, man geht heute davon aus, dass erfolgreiche Festkörperbatterien sich dann doch am Ende evolutionär, also prozess- und produktionstechnisch evolutionär aus Lithium-Ionen-Batterien ableiten lassen werden, um alleine auch natürlich die jetzt schon erarbeiteten Kostenreduktionen, die man hat bei der Lithium-Ionen-Batterieproduktion, um da nicht komplett dagegen abzufallen. Denn das muss man ja sagen, also die Kosten sind natürlich ein ganz, ganz zentraler Punkt, immer noch. Also auch das ist ja etwas, was in all den Vorträgen auch der Automobilhersteller, also nicht nur Volkswagen, sondern Daimler hat er jetzt ja auch jüngst vor wenigen Tagen, also seinen Battery Day. Und die Kosten spielen eine ganz zentrale Rolle. Und wenn nicht erkennbar ist, dass man Festkörperbatterien zu vielleicht ähnlichen Kosten produzieren können, dann haben wir mit Blick auf das Fahrzeug natürlich auch wieder ein Problem. Dann sind wir wieder bei anderen Anwendungen, mit denen Kosten vielleicht eine nicht so große Rolle spielen. Jetzt haben Sie wunderbar in diesem Podcast dargelegt, dass Festkörperbatterien sehr viele Aspekte, sehr viele auch Komponenten natürlich haben. Wir haben vorhin so ein bisschen die Frage übergangen, mit welchen Aspekten Sie sich denn persönlich, also Aspekten der Festkörperbatterien, persönlich in Ihrer Forschung beschäftigen in Gießen. Also welche Komponenten der Batterie sind denn sozusagen Ihr Expertengebiet? Welche Teile entwickeln Sie dort und welche Aspekte haben Sie im Fokus? Ja, wir verfolgen genau die Aspekte, die ich als die Schlüsselaspekte sozusagen oder Schlüsselhindernisse auf dem Weg zu wettbewerbsfähigen Festkörperbatterien betrachten würde. Das heißt also, wir haben ganz starke Aktivitäten in Richtung der Lithium-Metall-Anode, also der Metallanode, sei es beim Natrium wie auch beim Lithium. Und der Frage, wie stabil die Lithium-Metall-Anode ist, wie man die Dendritenbildung, also diese Instabilität, ne, diese morphologische Instabilität der Metallanode, die dann zu Kurzschlüssen führen kann, wie man die in den Griff bekommen kann, das wirklich in die Tiefe zu untersuchen, das ist ein Aspekt. Ich sage, mit dem eine ganze Reihe von Arbeiten und Projekten sich beschäftigen, auch zusammen mit Industrieunternehmen. Dann ist es auf der Kathodenseite, also auf der Seite des positiven Potenzials, das Problem, das auch, denke ich, sehr anschaulich zu beschreiben ist, dass jedes Material, das Lithium speichert und abgibt, zeigt eine Volumenveränderung. Das ist bei den jetzt in der Lithium-Ionen-Batterie verbauten Materialien relativ gering und gut im Griff. Also erst einmal sind die Volumenänderungen bei diesen klassischen Kathodenmaterialien, den NCM-Materialien, nur im Bereich von wenigen Prozent. Also es ist nicht viel. Beim Graphit sind es immerhin 10 bis 12%, je nachdem, was man da für ein Graphit hat und wie weit man es treibt. Und das zusammen führt dann, weil sich das gerade so ein bisschen kompensiert, führt dann zu Volumenänderungen insgesamt von ein paar Prozent in einer Lithium-Ionen-Batterie. Das sehen Sie nicht, weil das durch das Gehäuse im Grunde genommen, könnte man sagen, natürlich verschlossen wird. Aber es passiert halt. Und es ist auch nicht, und es wird natürlich durch den flüssigen Elektrolyten kompensiert. Der flüssige Elektrolyt wird dann schlicht und ergreifend ein kleines bisschen rausgedrückt aus der Zelle in Randbereiche der Zelle und das Ganze funktioniert, trotz des Atmens der Aktivmaterialien. Das klingt gerade so, als wenn die Lebensdauer bei Festkörperbatterien tatsächlich ein großes Thema ist. Absolut. Also ich habe auch noch keine 1000 Zyklen gesehen von, sagen wir mal, dann von Prototypen, denn die sogenannte Chemomechanik, das heißt also die Tatsache, dass sich jetzt unser Aktivmaterial, bleiben wir mal auf der Kathodenseite, wo so ein Kathodenpartikel Lithium aufnimmt und abgeben muss, dabei dann seine paar Prozent Volumenänderung macht. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass dieses Partikel in Verbindung mit einem keramischen Material steht, das selbst starr ist, dann muss es Abrisseffekte geben. Und diese Abrisseffekte, und wenn die auch nur sehr klein sein mögen, reichen aus, um den Widerstand in der Elektrode zu erhöhen.
Das heißt, die Chemiemechanik ist ein weiteres Thema, ein Problem, das immer noch zu einem zu starken Fading, also einem Weglaufen der Kapazität von Festkörperbatterien führt. Und da kommen wir dann wieder am Anfang an, bei den verschiedenen Elektrolytklassen. Ein Polymerelektrolyt hätte damit kein Problem. Ein Polymerelektrolyt ist elastisch und kann solche Volumenänderungen natürlich aufnehmen. Ein weiterer Grund dafür, dass die Polymere heute natürlich, wie gesagt, in Form der Batterien, die bei 80 Grad dann betrieben werden, gut funktionieren, weil die Chemiemechanik aufgenommen wird. Bei den Festkörperbatterien, wenn man da etwas genauer schaut in die akademischen Arbeiten und viele Veröffentlichungen, werden bei für die Praxis unmöglichen Drücken betrieben. Also da werden Sie dann oft Drücke finden, bei denen so Festkörperbatterien zyklisiert werden von vielleicht 100 bis 1000 Bar und mehr. Und das ist etwas, niemand wird eine Batterie in ein Auto einbauen und dort dann dicke Stahlbacken sozusagen vorsehen, um dann irgendwie diese Drücke aufzubauen. Da kompromittiert man ja den gesamten Gewinn, den man dann an Energiedichte gewonnen hat, alleine durch den Druckaufbau der Zellen. Das heißt also, wenn man heute Autohersteller fragt, wie viel Druck denn, also auch Lithium-Ionen-Batterie-Packs werden natürlich stehen unter einem gewissen Druck, aber dieser Druck, das ist ein relativ kleiner Anpressdruck, der insgesamt wahrscheinlich niemals höher als 2 Bar sein wird. Das heißt, sicherzustellen, dass Festkörperbatterien dann halt auch ohne chemomechanische Probleme in den Elektroden zu zeigen, also solche Abrissphänomene zu zeigen, und das aber bei niedrigen Drücken zeigen zu können, ist eine weitere Herausforderung. Und diese Chemomechanik auf der Kathodenseite ist eines unserer weiteren, sage ich mal, Lieblingsthemen, also zu fragen, okay, wie können wir auf der Kathodenseite, wo ja Elektrolyt, Aktivmaterial dann tatsächlich zu einem solchen festen Komposit verarbeitet sind, wie kann man sicherstellen, dass der Transport des Lithiums und der Elektronen, der nötige, über hunderte, tausend von Zyklen, tausend Zyklen vielleicht tatsächlich auch, ohne allzu großes Fading der Kapazität funktioniert? Das ist eine andere große Herausforderung, der wir uns stellen. Ja. Vielen Dank schon mal für Ihre Ausführungen. Wir kommen jetzt wieder zu unserer Kategorie, in der Sie unserem nächsten Gesprächsgast eine Frage stellen dürfen. Und zwar, das Thema unseres nächsten Podcasts ist Batteriesicherheit. Das werden wir mit Professor Hans-Jürgen Seifert vom KIT behandeln. Und ja, ihm dürfen Sie jetzt eine Frage mitgeben, die wir ihm dann stellen. Okay, da würde ich fragen, lieber Herr Seifert, was ist denn die größte Festkörperbatterie, die Sie bisher auf Sicherheit untersucht haben? Das müssen Sie kurz erklären für unsere Hörer in diesem Podcast. Ist das eine Frage, die irgendwie in die jüngste Vergangenheit abzielt? Oder was hat es da auf sich? Ich hatte ja bei meinen beiden Erläuterungen darauf abgehoben, dass ich sagte, naja, mir sind nicht viele Sicherheitstests an großen Zellen bekannt. Und ich denke, dass es insgesamt noch an Sicherheitsuntersuchungen an Festkörperzellen mangelt. Insofern würde mich wirklich von ihm interessieren, von ihm zu erfahren. Erst, weil er ist ja einer derjenigen, die sich im Exzellenzcluster, aber eben halt auch in vielen anderen Projekten mit Sicherheitsfragen beschäftigen, ob er überhaupt schon, denke ich mal, Erfahrung hat zu Sicherheitstests mit Festkörperbatterien und ob das dann am Ende reine Forschungszellen auf Knopfzellenniveau waren oder ob das schon kleine Pouchzellen waren oder vielleicht schon größere. Das würde mich interessieren, weil das ist ja einer der wichtigen Punkte auf dem Weg von Festkörperbatterien zu einer kommerziellen Zukunft. Gut, dann geben wir die Frage gerne weiter an Herrn Professor Seifert. Herr Professor Janek, das war unsere Folge für heute. Wenn Sie da draußen jetzt noch Fragen haben zum Thema Festkörperbatterien, dann mailen Sie uns die doch an daniel.messling@kit.edu oder an mich, patrick.rosen@kit.edu oder per Twitter @helmholzulm oder @polisexzellenzcluster. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Herr Janek. Das war's für diese Episode. Alles Gute. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss. Tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.